Seit Wochen. Also, ja, guck mal, das Ding ist schon ganz zerfleddert. Ja, aber das muss so sein bei so Wahnsinns-Trick-Zauberkarten, oder? Das sind... Kriege ich jetzt wieder so einen Stromschlag? Nein, das letzte Mal? Nee. Das war gut. Ne? Ich habe es so vermisst all die Jahre. Ich habe auch einen Kuli, der ist noch besser. Aber gut, pass auf, wir mischen diese Karten. Es war aber schön, wie du das noch reingefädelt hast. Wie soll ich diesen wahnsinnigen Trick nicht machen? Ja, aber ich hab ja, mir blieb ja ein Moment das Herz stehen. Ja, nee, das kann ich mir. So, du kannst bitte noch mal abheben. Ja, klar. Dankeschön. Ich heb auch noch mal ab. Wir könnten auch noch jemand ganz anderes abheben lassen. Aber machen wir natürlich nicht. Ich erzähle. Ich erinnere mich daran, wie du früher die Bands angesagt hast. Bei dir, Samstagabend. Doch, das war schon länger. Ich bin jetzt eher knapp und wortkarg. Ja, klar. Ja, das stimmt. Du bist so ein alter Hektiker. Ja. Also, ich. Oh Mann, ich kriege kaum noch Luft. Bitte, Jürgen. Ich erzähle einfach eine Geschichte. Ja? Ich komme also in eine Szene-Kneipe rein und sehe da einen Tisch mit vier Frauen: zwei rothaarige und zwei schwarzhaarige. Ja. Ja. Ich gucke 2 Minuten, ich gucke 3 Minuten. Ich habe doch gerade abgehoben. Ja. Das ist ja unglaublich. Und dann gehe ich hin und sage, hi, ich bin Jürgen. Mit, mit hartem J. Ja. Und dann sagt die Hübscheste, ich habe schon gedacht, du kommst gar nicht mehr. Ja, ich sag, was geht? Ja, wir überlegen, ob wir in einen Club gehen. Club 673. Gehst du mit? Dann sage ich, klar. Sagt sie, kostet aber 25 Euro Eintritt. Ich sag, was? 25 Euro? In dem Moment kommt ein Kumpel rein und sagt, hey, Jürgen. Ja. Und sag mir bitte, dass das ganze Kartenspiel benutzt wird für diesen Trick. Ja, ja. Was geht? Ich sag, wir überlegen gerade, ob wir in so einen Club gehen. Irgendwas mit 7. Nee, sagt, das ist Club 673. Den kenne ich, das kostet 25 Euro Eintritt. Hast du die überhaupt? Ich sag, da muss ich mal nachgucken. Ja. Willst du noch mal abheben? Unbedingt, weil ich habe den Eindruck, das ist ein Trick dabei, ja? Okay, ich heb auch noch mal ab. Man kann ja nicht vorsichtig genug sein. Also ich gucke in meiner Brieftasche nach. Ich habe nur 40, sag ich. Das ist ja nicht viel. Kannst mir was leihen? Er sagt, aber wir können pokern. Ich sag, was willst du pokern mit Jürgen? Dem König der Pokerer. Ich sag, was willst du haben? Er sagt, gib mir ein Full House. Na gut, gib dir 2 Vieren und 3 Achten. Und mir gebe ich jetzt auch eine 8 und am besten mal 4 Neunen, damit ich drüber bin. Sagt er, da habe ich ja verloren. Ich sag, richtig. Sagt er, gib mir Revanche. Sag ich, gut, was willst du haben? Sagt er, gib mir eine 4 und 4 Asse. Wahnsinn. Da sagt die hübsche Jürgen. Wenn du das schlägst, bist du der King. Dann will ich Sex mit dir. Ich sag, ich schätze dich auf 25, richtig? Ja, sagt sie. Nein, das habe ich gewusst. Ich habe hier einen Straight Flash in Herz und die Addition, 3 und 4 sind 7 und 5 sind 12 und 6 sind 18 und 7 sind 25 und es wurde eine wilde Nacht. Wahnsinn. Danke dir. Ach, ich kann sitzen. Jürgen von der Lippe, schönes Wochenende. Ja. Weltklasse. Dienstag sogar Ute.